Situation, dass ich schon wieder unterbrechen muss. Wir haben noch eine kleine Hausaufgabe zu erledigen, und zwar ist das die Diskussion. Wir haben uns vorgenommen, auch mögliche Lösungsansätze und den nächsten Schritt zu diskutieren. Nicht, dass wir die Aufgaben der Bauer 12 direkt gleich übernehmen möchten, aber trotzdem gleich könnte Herr Meier und die anderen Anwesenden, die ein Mitglied sind dieser Bauer 12, die eine oder andere Inspiration mitnehmen in die nächsten Sitzungen. Von dem her möchte ich Sie nun einladen, so rund 10 Minuten, einfach bis Sie sich das besser verdient haben, noch mitzudiskutieren. Was ich noch darauf hinweisen möchte, als parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit sind wir auch sehr für Transparenz. Wir zeichnen die Vorträge auf und jetzt auch die Diskussion. Falls es jemanden stören sollte oder jemand das ablehnen möchte, dann muss man sich jetzt melden. Meldet sich niemand, okay. Bin ich froh. Einfach damit Sie informiert sind, das Ganze würde ich auch auf YouTube als gratis Video heraufladen. Gut. Ich habe ein paar Stichworte gesammelt für die Diskussion. Es ist, wie gesagt, nicht das Ziel dieser Diskussion, aber vielleicht eine Richtung, gewisse Lösungsansätze zu diskutieren. Sie haben vier Vorträge gehört, die ganze Problematik auf verschiedenste Art und Weise dargestellt haben. Einer der Lösungsansätze, der diskutiert worden, war die Flatrate. Das wäre ein Thema. Dann generell die Abur 12. Eben gibt es überhaupt eine Aussicht auf einen Konsens? Vielleicht kann man da noch ein paar Worte verlieren. Und sonst einfach generell Providerhaftung ist die Frage. Sollen die Provider für diese illegalen Inhalte haftbar gemacht werden? Das Thema kollektive Vergütung, eben wie können Künstler kollektiv quasi Einnahmen generieren, wie auch immer. Und dann eben auch das Thema Gratis-Mentalität. Wem darf ich das Wort überreichen? Wer möchte etwas sagen? Genau. Vielen Dank für diese Initiative. Danke, Andrea Caroni. Andrea Caroni, FDP Ausserrhoden. Ich habe eine Frage an Herrn von Gunden. Ich fand die Geschäftsmodelle faszinierend, die digitale Element hier vorgestellt hat. Aber wir haben uns dann in der Diskussion gefragt, passiert schlussendlich nicht die Monetarisierung großteils wieder auf urheberrechtlich geschützten Tätigkeiten? Man zeigt ein gratis YouTube-Video als Promotion, aber anschließend kommt der Download auf iTunes. Oder man zeigt Ausschnitte oder so eines Buches online, aber anschließend verkauft man sie auf Amazon. Gibt es auch Modelle, die durchgehend urheberrechtsfrei funktionieren? Besten Dank. Ich habe absichtlich diese Modelle gezeigt, weil ich eben ja heute nicht hier da sein, als derjenige dastehen wollte, der das Urheberrecht abschaffen will. Ja? Sondern eben zeigen wollen, dass man eigentlich auf Basis der bestehenden Gesetzgebung, wenn man sie ein bisschen noch weiter öffnet, eben nicht gegen das Netz, sondern mit dem Netz geht, dass man da durchaus heute schon interessante Modelle entwickeln kann. Und wenn Sie fragen, ob man alleine ob man auf das verzichten könnte und trotzdem Geld verdienen würde, ich glaube ja. Also ich glaube wenn ich bei mir ein Buch zum Beispiel ins Netz stelle, ja, unter Creative Commons Lizenz, also wenn Sie bei Buch und Netz schauen, können Sie das Buch lesen, vollständig im Netz, kostet nichts, und Sie kriegen sogar mit der Creative Commons by SA-Lizenz das Recht, das selber zu kopieren und selber ein Buch zu machen und weiterzuverkaufen. Und trotzdem können Sie es daneben kaufen, als Download. Und jetzt kaufen Sie das bei mir darum, weil Sie es gerade haben wollen, weil es einfach ist zu tun, weil Sie es als File haben wollen und nicht nur im Browser lesen wollen. Es gibt dann tausend Gründe, warum Sie vielleicht diesen Download machen oder warum Sie ein gedrucktes Buch haben wollen. Sie können nachher sehr viel darum herum bauen, obwohl der Inhalt an und für sich nichts kostet. Also Sie verkaufen eigentlich nicht mehr den Inhalt, sondern Sie verkaufen Convenience. Sie verkaufen andere Werte, Nutzen. Und das können Sie dann durchaus monetarisieren. Was schon mal gesagt? Das Urheberrecht erlaubt ein ganz spezifisches Geschäftsmodell, nämlich dass ich als Investition in die erste Kopie sozusagen investiere und diese Investition mir wieder erwirtschaftet dadurch, dass ich die weiteren Kopien kontrollieren kann. Und jetzt die Frage, bis zu welchem Grad können wir an Geschäftsmodelle denken, die erste Kopie finanzieren, die ausfinanziert sind in dem Moment, wo die Kopie fertig ist.
oder das Original, wenn Sie diesen Begriff benutzen wollen. Und wir sehen beispielsweise im Bereich der freien Software genau das passiert. Wir haben zwei Modelle dort. Sie können sich die Software jeweils frei runterladen. Es gibt das Modell, dass Firmen in Konsortien dabei sind und Entwickler zahlen, um die weiterzuentwickeln. Und dann gibt es einen großen Bereich dessen, was weil jede Firma quasi eine eigenständige Lösung braucht und nicht die Standardlösung, die ganze Anpassung an spezifische Dinge. Auch hier sind zwei Dinge, die nicht kopiert werden können. Das ist die Originalversion sozusagen, der neue Code, das kann nicht kopiert werden, weil es noch nicht gibt. Und die individuelle Lösung kann nicht kopiert werden, weil sie eben individuell ist. Und wir sehen ähnlich auch auf anderen Gebieten. Die Wikipedia, können Sie morgen ein Buch davon drucken, wenn Sie möchten. Sie können sich auch ganz kopieren, wenn Sie möchten. Aber es entsteht ein Ökosystem, in dem Personen sagen, es ist mir wichtig, dass es das weiterhin gibt. Ich finanziere die erste Kopie. Und in dem Moment, wo ich die erste Kopie oder dann nachher Anpassungen auf Standardvertragsbasis haben, brauchen wir das Urheberrecht nicht mehr als das zentrale Moment, um kulturelle Werke zu finanzieren. Das geht nicht für alle, das ist klar. Sie werden Schwierigkeiten haben, so eine Oper zu finanzieren, aber die meisten dieser Werke, Opern, sind, weiß Gott, nicht auf dem Markt finanziert. Okay, okay. Ist das eine Antwort, dass man... Weitere Fragen, oder eben nicht nur Fragen, sondern auch Kommentare oder Lösungen? Ich hätte noch eine Frage. Nicht wahr, das Urheberrecht hat ja einen wirtschaftlichen, finanziellen Aspekt, aber hat auch einen Persönlichkeitsaspekt. Das Urheberpersönlichkeitsrecht. Mich würde noch interessieren, in Ihrer Vision, das Urheberpersönlichkeitsrecht ausgestaltet werden sollte in Zukunft. Danke. Das Beispiel, das bei dieser Frage immer kommt, ist, ich will nicht, dass mein Song von Neonazis gespielt wird. Da brauche ich eben das Urheberpersönlichkeitsrecht, damit ich hier diese quasi intentionsferne Nutzung meines Werkes benutzen, also verhindern kann. Und das einzige Beispiel in diesem Bereich, das ich kenne, ist das eines Liedes, das heißt Freiheit von Marius Müller-Westernhagen, das sehr gerne von Neonazis an Demonstrationen gesungen wird. Und er versucht, das zu unterbinden, aber die Aufführung einer Coverversion ist allgemein lizenziert, können Sie nichts machen. Also der Bereich dessen, was das Urheberpersönlichkeitsrecht abdeckt, ist sehr viel kleiner als quasi der soziale quasi Charakter sozusagen. Was ganz entscheidend ist, egal wie wir uns überlegen, das Urheberrecht auszugestalten, ist die Referenz, der Verweis auf die Quelle. Wir sehen das beispielsweise in der Wissenschaft, dort passiert das, ist das das zentrale Moment, wie auch Karrieren gebaut werden durch Zitierungen, die aber der Wissenschaftler nicht kontrollieren kann. Der Wissenschaftler kann nicht sagen, nein, mein Werk darf hier nicht zitiert werden, ich will nicht, dass es in diese Richtung verwertet wird, aber es gibt einen starken ethischen Konsens und einen Code, der wird auch heftig diskutiert und durchgesetzt, dass eben diese Referenzverweise klappen müssen, um eben genau die Aufmerksamkeit dann weiterzulegen. Ich denke, solche Dinge, das Urheberpersönlichkeitsrecht das Recht für Anerkennung für ein Werk, das bleibt wichtig, auch wenn ich nicht unbedingt jede Verwendung explizit kontrollieren kann. Ganz kurz ergänzend dazu, das ist genau das, was Creative Commons bietet. Also dieses Modell der Rechtevergabe, der Lizenzvergabe, der Rechtevergabe hat im System drin, dass man grundsätzlich immer angeben muss, woher kommt es, wer war meine Quelle für den nächsten Schritt. Ja? Und damit kann man schon sehr viel erreichen, das würde ich auch so sagen. Das gibt es und funktioniert auch. Danke, Herr Stockler, ist das verständlich? Teilweise, ja.
Träubling, Sie haben noch einen Kommentar? Ja, ich möchte einfach vielleicht nochmal wiederholen, dass das Urheberrecht schützt ja nicht eine Idee, sondern das Urheberrecht schützt ein Werk. Wenn ein Werk geschaffen ist, dann hat derjenige oder diejenige, die das Werk geschaffen hat, natürlich das Recht darüber zu entscheiden, was mit dem Werk passiert. Und das heißt im Prinzip, sie kann das auf der Bitcoins veröffentlichen, das ist kein Problem, das darf sie und das darf er. Und das, ich finde dieses Modell auch nicht grundsätzlich schlecht, aber der Entscheid, ob er das will, das liegt beim Urheber. Und auch der Entscheid, ob eben ein Werk für ein anderes Werk verwendet werden darf. Und das ist das Werk, nicht die Idee. Die Idee kann trotzdem wiederverwendet werden, aber das fertige Werk oder eben ein Lied oder ein Text, der ist im Besitze des Urhebers. Und wenn er entscheidet, dass der andere das darf, oder wenn er sich mal entscheidet, ich gebe das frei, dann kann er das machen. Das ist kein Problem. Das verhindert das Urheberrecht auf das heutige in keiner Art und Weise. Ja, Simon? Vielleicht eine ganz kurze Nebenbemerkung zum Thema Creative Commons und jeder kann das. Wenn Sie gewisse Verwertungsarten, also kollektive Verwertung, die zwangsweise über Verwertungsgesellschaften laufen, wenn Sie da nicht verzichten wollen als Künstler, dann müssen Sie auf Creative Commons verzichten. Weil Sie können zum Beispiel nicht bei Swisa Mitglied sein, wo Sie kassieren für die Radioausstrahlung etc. und gleichzeitig eine Creative Commons Lizenz nutzen. Das ist nicht kompatibel. Das ist nicht. Nein, Sie sagen, es ist möglich, auf die Internetverwertung zum Beispiel zu verzichten. Aber Creative Commons ist nicht Internet. Creative Commons ist eine bestimmte Art Lizenz, wo ich dem Nutzer die Möglichkeit gebe, irgendetwas damit zu machen in einem bestimmten Rahmen. Er kann auch ein Buch drucken damit. Wikipedia haben wir gehört, können wir drucken. Das ist kein Problem, es ist abgedeckt von Creative Commons Lizenz. Es ist nicht dasselbe. Okay, aber es gibt auch Musikstücke auf Wikipedia, es gibt Verwertungsgesellschaften, die sind nicht kompatibel mit Creative Commons und das ist eines der Anliegen der digitalen Amendment, dass man diese Inkompatibilitäten behebt. Ich habe mich gefreut, von Ihnen zu hören, dass das diskutiert wird im Moment, wie man diese Probleme lösen kann. Okay. Was stimmt ist, dass das was Herr Räuber vorhin auch schon erklärt, dass die Swisa nicht möchte, dass sie eben jetzt einzelne Werke dann immer untersuchen muss, ist das jetzt CC oder ist das eben nicht CC? Und ich glaube, wenn sie dafür kämpfen wollen, dann investieren sie die Zeit besser bei zum Beispiel bei den ganzen Radioanstalten, bei den ganzen Sendeanstalten, wenn die nämlich sich mal entscheiden würden, tatsächlich ein einfaches Meldesystem zu machen, das für die Swisa einfach erfassbar ist, dann wäre mit sehr viel weniger internem Verwaltungsaufwand auch, wäre es auch möglich, dann zu schauen, ob ein Song Creative Commons ist. Also es scheitert nicht am Willen, sondern es scheitert an der Wirtschaftlichkeit und die Wirtschaftlichkeit scheitert auch nicht am Willen der Verwertungsgesellschaften, sondern an dem sehr komplexen System, von wo überall Meldungen ankommen und wie die dann genau aussehen. Aber also wir von den Musikschaffenden sind auch für eine solche Öffnung, wenn die nicht bedeutet, dass dann alle, die ihre Werke nicht Creative Commons anbieten wollen, bezahlen müssen dafür, dass Einzelne das Creative Commons machen wollen. Da sind wir nicht bereit. Und die meisten von uns wollen eigentlich lieber ein Lied produzieren und veröffentlichen und dann damit Geld verdienen, als als Grundlage für andere, die auch etwas damit machen, uns Review zu stellen. Coverversionen freuen uns, aber Creative Commons ist jetzt nicht das Kernanliegen eines Musikschaffenden, glaube ich. Auch wahrscheinlich selten eines Künstlers. Ich glaube, es gibt eine Gruppe von... Das stimmt, und das wird sich vermutlich entwickeln, und wahrscheinlich gibt es schon Idealisten, die das jetzt schon wollen, aber wir sind jetzt nicht bereit, jetzt schon für diese Idealisten zu bezahlen. Das mit dem Verwaltungsaufwand, das hört man immer wieder, aber ich stößt mir das auf. Es kann doch nicht sein, dass es heute gleich mühsam ist, wie vor 30 Jahren Daten zu verwalten. Es geht ja hier um den Metadatenverwaltung. Es kann doch nicht sein, dass es heute so mühsam ist, diese Listen zu führen. Die muss man nicht von Hand führen. Also das, da denke ich, gibt es auch ein bisschen... Das heißt, verschiedene Formate rein schon nur von der Esser. Ja, natürlich, aber hallo, es gibt Datenbanken dafür. Also technisch kann das kein Problem sein, da fehlt der Wille.
Ich möchte ein bisschen aus dieser Fachdiskussion noch mal ein bisschen raus, die letzten paar Minuten auch für den politischen Impact noch gebrauchen. Was mich noch interessieren würde, wir haben jetzt hier über ein Dutzend nationalen Ständeräte anwesend. Die Frage eben, braucht es eine Urheberrechtsrevision wegen dem digitalen Zeitalter oder nicht? Hat da eben ein Input aus der politischen Szene? Oder auch die Juristen, sonst sehen wir uns, dass es berufen fühlt. Ich würde sagen, wir sind der Schaukette. Ein mutiges Abschlussvotum. Von dem her würde ich vorschlagen, Zeitdiskussion, es bleiben noch einige Fragen offen. Wir haben verschiedene Themen angetönt, auch verschiedene Unstimmigkeiten, vielleicht auch die ein oder andere klären können, Suiza und Creative Commons und so. Wir sind gespannt, was der Workshop von Anders von Mund bei Musikschaffen bringen wird, bezüglich digitale Welt. Und wir sind nicht gespannt, was die ABU 12 gebären wird in Zukunft. Von dem her auch an Sie vielen Dank, dass Sie da waren. Das Abschlussvotum möchte ich nun Edith Graf-Litscher übergeben, die uns ins Dessert führen wird. Ja, besten Dank, Matthias, geschätzte Damen und Herren. Ich beginne mit dem Teil, der mir leicht fällt, und das ist nämlich das Danke sagen. Ich möchte ganz herzlich unseren vier Referenten Danke sagen. Herrn Mayer, Herr Leubli, Herr Stalder und Herr von Gunten. Herr von Gunten konnte ich heute schon das zweite Mal anhören innerhalb kurzer Zeit. Und einmal mehr haben mich diese vier Referate sehr stark beeindruckt. Un spécial remercie pour mes collègues de la Suisse Romandie. C'est très gentil que nous deux avons passé la soirée avec nous. Merci beaucoup. À nous deux. À vous deux. Vous deux. À vous deux. J'ai... Merci beaucoup. Also, ja, der Dank, der fällt leicht, und jetzt geht es darum, weiterzuschauen, was politisch auf unserer Agenda steht und was, wo Ansätze vorhanden sind. Heute war ich bei der Polizei, weil mein Laptop gestohlen wurde. Das war relativ einfach zu formulieren. Die Polizei konnte klar feststellen, hier hat es sich um einen Diebstahl gehandelt. Wie sieht es jetzt aus im Rahmen des Urheberrechts? Ich habe mir da überlegt, ob ich Ihnen vor dem Dessert eine Patentlösung auf den Tisch legen könnte. Aber vielleicht kann das jemand anders unter Ihnen. Mir jedenfalls fällt es sehr schwer. Und damit Sie nicht allzu lange auf das Dessert warten möchten, mache ich eine Konklusion insgesamt. Ich glaube, es ist wirklich ein ganz zentraler Punkt. Heute haben wir eine andere Situation bezüglich Urheberrechten, als wir sie noch vor einigen Jahren gehabt haben. Es geht einerseits darum, was betrifft die Künstlerinnen und Künstler persönlich, also was sie geschaffen haben, was passiert damit. Sie brauchen irgendwo ein Einkommen, um zu leben. Es sind nicht alles Madonnas oder wie im Sport Federers, sondern irgendwo muss das Einkommen generiert werden, auf verschiedene Art und Weise. Das haben wir heute auch gehört in den Beiträgen und in den Referaten. Aber andererseits ist es auch ein wirtschaftliches Feld. Es stellt sich die Frage, wohin werden die Einnahmen generiert? Werden Einnahmen einfach generiert, weil irgendein Stück x-tausendmal konsumiert, sage ich jetzt mal, wird, oder weil es besonders gut ist. Und ich glaube, da sind wir Politikerinnen und Politiker jetzt gefordert, zu schauen, einerseits, dass eben das effektive Kulturschaffen irgendwie auch abgegolten wird, honoriert wird, der Aufwand, der betrieben wird, die Kunst, die erbracht wird, andererseits aber auch der heutigen Zeit ins Gesicht zu schauen. Wir leben im Internet-Zeitalter, wo eben Urheberrecht einen anderen Stellenwert hat. Die Bevölkerung ist tangiert und nicht nur Fachleute. Und es kann ja eigentlich nicht sein, dass
80% der Bevölkerung damit rechnen müssen, irgendwie mit dem einen Bein schon halb im Gefängnis zu sein. Das kann es auch nicht sein. Auch da sind wir gefordert, neue Lösungen zu suchen, die der aktuellen Zeit angepasst sind. Ich bin auch gespannt, was die zuständige Arbeitsgruppe ab Uhr 12 Ende Jahr Bundesrätin Simonetta Sommaruga präsentieren wird. Wir hier werden die Zeit nutzen, alle in unseren Fraktionen sich auch zu positionieren. Wir miteinander, und ich bin überzeugt, wir werden weiterhin in Kontakt bleiben mit Ihnen als Fachpersonen und in der parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit uns eben auch damit zu beschäftigen. Braucht es explizit eine Flatrate? Wie sieht eine kollektive Vergütung allenfalls aus? Oder lassen wir alles beim Jetzt stehen? Ich glaube, da sind wir uns einig, es gibt Handlungsbedarf. Aber eben, wo besteht der Handlungsbedarf? Und wir wissen alle, wenn man Gesetzesänderungen möchte, dann wollen die einen dieses ändern und die anderen das. Also da müssen wir uns auch bewusst sein, was soll das Resultat schlussendlich sein. Also mein Fazit ist, es gibt noch viel zu tun, packen wir es an. Und ich bedanke mich bei Ihnen allen für die sehr angeregte, für die sehr kompetente, aber auch sachliche Diskussion. Ich freue mich riesig, dass Sie so zahlreich bei uns waren. Das ist nicht selbstverständlich. Und in diesem Sinn wünsche ich Ihnen jetzt noch ein gutes Bim Dessert und Bon Appetit. Das kann ich auf Französisch noch richtig sagen. In dem Sinn und nachher ein gutes nach Hause kommen. Besten Dank. Thank you.